So, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Together, beziehungsweise heute ausnahmsweise auch wieder Single-Aufnahme. Wie gesagt, in der vorigen Folge habe ich ja gesagt, der liebe Herr Gorgotax hat ein Problem mit seinem Computer, deswegen spielen wir heute Mutterseelen alleine, nur mit dieser Spinne hier, die uns aber auch nicht sehr freundlich gesinnt war. In der letzten Folge haben wir die Erntemaschine bauen wollen, da müssen wir aber allerdings noch ein bisschen Terraformen betreiben, beziehungsweise diesen Erdhügel weg. Das werden wir jetzt in Angriff nehmen, dauert ja nicht lange, geht ja schnell. Ich würde gern Dynamit verwenden, aber ich habe leider keinen Sand in der Nähe. Ich glaube, Schwarzpulver müsste ich haben. Nur wie gesagt, das Problem ist, ich habe keinen Sand. Und ohne Sand kein Schwarzpulver. Spannend wird es mit dem Berg hier, dass wir den dann wieder normal kriegen. Also das wird spannend. Aber so weit will ich noch gar nicht denken. Ich denke jetzt erst einmal an diesen Dreckskackhaufen hier, den wir mit der Schaufel gemeinsam eliminieren müssen. Um auf das Thema Gorgotax mit seinem Computer nochmal zurückzukehren, wir werden jetzt dann wahrscheinlich 2-3 Aufnahmen ohne ihn sein müssen. Montag, heute ist Sonntag, am Montag wird er dann zu Ditech fahren und wird schauen, was sein Computer hat. Nachher werden wir dann sehen, ob wir wieder gemeinsam aufnehmen können oder nicht. Wenn es was Gröberes ist, jo, dann werden wir wohl oder übel ein paar Tage, ein paar Folgen alleine aufnehmen müssen. Aber ist doch egal. Schaffen wir auch so. Dauert halt nur ein bisschen länger, ne? Muss ich halt die Dreckshacke machen, ne? Und nicht er. Ach ja, Freunde. Oh, ui. Huch. Ah, okay. Da habe ich wohl ein bisschen gepfuscht. Stimmt, da war ja was. Da habe ich ja irgendwas zugeschüttet. Ich erinnere mich. Ah ja, genau, das war die Höhle. Die Höhle, genau, die habe ich ja vorige Folge mit 2 Kackerden zugedeckt. Na, aber Schatz, geht eh relativ schnell. Geht ja relativ zügig. Und Erde kriegen wir da gleichzeitig wieder zurück, die was wir vorige Folge verterraformt haben. Was? Wo? Wie? Wann? Achso, ja. Wahrscheinlich genau dort, wo man, ja. Halle, hopp. Hui. Das wird lustig, das wird schön, ich freue mich. Tralala. So, dann werden wir das hier weggruppen. Tja. Das wird spaßig werden. Was war denn das eigentlich für eine Höhle? Achso, das war ja die kurze Mini-Höhle, ne? Wo sie original einmal um die Ecke gegangen ist und dann tschüss Baba, ne? Ach, ich erinnere mich. Das ist ja unsere Cobblestone-Höhle. Nix einmal um die Ecke und tschüss, ne? So. Das passt aber eh ganz gut, weil, wie gesagt, ich will die eh zumachen, auch komplett. Jetzt kloppen wir hier das noch weg, dann haben wir eh nur noch eine Ebene. Huch, ich bin voll, aber Knochen brauche ich nicht. Schön brav alles einsammeln, ist eh klar, ne? Ja. Das dauert jetzt zu lang.
Gebiete, wieso? Muss ich halt Schaufeln holen. Ein Schäufeln wird geboren. So. Ja. Dann schmeißen wir die Knochen schnell weg. Und zack. Dann nehmen wir noch drei Schaufeln. Sollte reichen. Was schmeißen wir weg? Die Blumen, dies und dies. So. Dann haben wir den Knochen wieder in der Hand. Ist das schön. Den werden wir weg. Tschüss, baba. Und dann würde ich sagen, 1, 2 und 3. Aber, ich werde die Erde schnell reinlegen. Ja, da haben wir den Knochen wieder. 1, 2, 3, nein, das gehört nicht da rein. Erde, weil wir werden jetzt so viel Erde kriegen, Leute. So, das gebe ich jetzt in die sonstige Kiste rein. Ramsch. Ja, das war's. Nein. Warte mal. Werkzeug. Was ist da drin? Nix. Haben wir vielleicht. Nein, haben wir nicht. Okay. Gut, dann tschüss. Gut, den Keller brauchen wir jetzt noch nicht verschönern. Denn, das wird sowieso nur unser Erde-Cobblestone-Keller werden. Und dann werden wir hier weiter die Erde auseinanderruppen. Yep. So, wir sind ja gleich fertig. Wir haben eh nur noch wenig. Dann haben wir noch eine Schicht unten und dann könnten wir eigentlich schon anfangen mit der Erntemaschine. Und dann, wenn wir die Erntemaschine soweit unter Anführungszeichen fertig haben, können wir den Berg zu unserer linken Seite und aber auch hier oben quasi schauen, wie wir den wieder schöner machen können. Jo. Da rupfen wir noch die Erde raus, die ist mir so ein Graus. So, haben wir gleich. Jo, vielleicht mal, weiß ich nicht, vielleicht probiere ich das jetzt auch einmal, Themen ansprechen. So wie zum Beispiel in Deutschland die gute alte Telekom, wie sie denen Usern das Internet quasi abschnüren wollen. Ich finde es eine Frechheit. Ich finde es generell eine Frechheit, zum Beispiel in Österreich, beziehungsweise das ist ja nicht nur in Österreich so, das ist ja wahrscheinlich auch generell so. Da kaufst du dir ein Internet, was eine Bandbreite bis zu 100 Mbit zum Beispiel verspricht. Dann machst du einen Bandbreitentest und was hast du dann auf einmal? Lächerliche 21, 22 Mbit pro Sekunde. Da fragst du dich schon, wie lang willst du dich eigentlich hier noch auszocken lassen, weil ist doch ein großer Unterschied, 100 Mbits oder die lächerlichen 22 Mbits, ne? Was ich generell eine Frechheit finde, ich meine, Gott sei Dank ist es in Österreich nicht so, dass sie uns jetzt auch das Internet irgendwie abschnüren wollen, weil sonst würde ich hier auf die Barrikade aufsteigen. Aber für was machen sie das eigentlich, frage ich mich, ja? Ich meine, wären sie mit der Internetkapazität nicht mehr fertig oder wie? Oder wegen Glasfaserleitungen, weil die so viel Geld kosten? Ja, meine Güte, ich meine dann, ja gut, da werden vielleicht dann auch ein paar wieder ranzen, ja, aber dann sollen es halt von mir aus, die Tarife um 3 Euro oder von mir aus um 5 Euro erhöhen pro Monat, ja.
dann haben sie doch locker wieder das Geld herinnen, was, weiß ich nicht, neue Glasfaserkabeln, Leitungen etc. kosten, ja. Also, was wollen die damit bezwecken, dass die alles abschnüren, ja? Ich meine, ich bin nur froh, dass das nur in Deutschland so ist, beziehungsweise, dass das nur die Telekom derweil macht. Telekom Austria, Gott sei Dank, wie gesagt, hat uns verschont. In Österreich ist das Gott sei Dank nicht so ein Gesprächsthema, Gesprächsstoff. Ja, und es ist gerade finster geworden. Das heißt, wir gehen einmal eine Runde pennen. Wieso kann... Ich gehe jetzt lieber schnell ins Bett, hurtig, tralala. So, da. Wir haben jetzt da ein bisschen was gemacht. Ich werde jetzt schlafen gehen und werde wieder eine kurze Aufnahmepause machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es ist dann wieder der Gernot dabei. Und wenn nicht, dann hören wir uns wieder alleine. Ich wünsche euch was. Bis bald. Bye, bye.